Willkommen bei einer weiteren Folge Star Wars Knights of the Old Republic. Und wir sind immer noch in den Ruinen hier. Und der Druide hat uns einige Informationen gegeben, dass sowohl zu unserer rechten als auch zu unserer linken Prüfungsbereiche sind. Mal wieder. Und dort gibt es eine Prüfung zu bestehen und der arme Nemo, den wir letztens noch vor der Akademie getroffen haben, hat sich scheinbar nicht als würdig erwiesen, diese Tempelanlage zu untersuchen. Und jetzt liegt er tot hier rum und hat uns eine Robe hinterlassen. Und dann würde ich mal sagen, wir schauen hier mal, was es hier zu tun gibt. Ein Wachdruide. Der mit uns kämpft. Ja? Ich zeig's dir. So. Ja, ihr seid erledigt. Au. Feuer ist auch nicht so schön. Ich zeig's dir. Na komm, trefft mal. Hier bin ich. Was? Ach komm, ich schmeiß eine Ionengranate drauf. Hier, nimm das. Na toll, jetzt wo ich gerade in den Werfer stirbt er. Egal. Hinterlässt er irgendwas? Nein. Okay, was haben wir hier? Ein Wrack. Umgebungsschild, Druidenpanzerung, Bewegungssensor. Druidenausrüstung halt. Jetzt bin ich mal gespannt, wofür dieses Terminal gut ist. Als du dich dem alten Computer näherst, beginnt er zu brummen. Auf seinem flackernden Bildschirm erscheinen unverständliche Symbole. Wir versuchen mal, das Computerterminal zu hacken. Gut, das klappt nicht. Ich drücke mal einen Knopf. Auf dem Bildschirm erscheint eine neue Reihe unverständlicher Zeichen. Noch einen Knopf drücken. Mit dem Computer sprechen. Gut, hier passiert nichts. Wir sprechen mal mit dem Computer. Der Computer verstummt. Nach einiger Zeit erscheinen einige äußerst ungewöhnliche Zeichen auf dem Bildschirm. Einen Knopf drücken. Die Maschine ist stumm und wartet. Wir reden nochmal mit dem Computer. Das Datapad? Welches Datapad? Ich denke es mal einfach an. Der Computer interagiert mit dem Datapad. Wieder wird der Bildschirm schwarz. Wenig später erscheinen einige bekanntere Zeichen. Ne, das spreche ich lieber nicht aus. Einen Knopf drücken. Gut, wir sprechen nochmal mit dem Computer. Du hörst ein leises Summen. Der Computer scheint die Daten des Datapads zu verarbeiten. Das Datapad wird ausgeworfen. Aufforderung: Identifizieren Sie die drei primären lebensfreundlichen Planetentypen. Was haben wir zur Auswahl? Ozeanisch, grün, öde, vulkanisch, bewaldet und unfruchtbar. Lebensfreundlich. Das wäre ozeanisch, grün und bewaldet, würde ich mal behaupten. Mir scheint, das war richtig. Oder? Okay, gehen wir mal auf die andere Seite. Da ist wieder so ein Droide. Psst.
gegen Machtwirbelwurf. Sturm. Los. Dafür lohnt es sich zu leben. Ihr könnt mich sehen. Hey, führ mich doch mal nicht ein, Junge. Ja? Ihr könnt nicht gewinnen. Was? Ja? Wir bräuchten mal ein Medikit. Hier bin ich. Ich zeig's dir. Beziehungsweise K.O. Na komm, den besieg mal. Ja. Hier, nimm das. Hey, jetzt trifft doch mal. Der hält aber wirklich viel aus, der Friede. Bewusstlos. Das habe ich auch schon mitgekriegt, ja, das geht so nicht. So, jetzt kriegst du ja voll auf die Fresse. Sehr gut. Ich krieg's dir wieder deinen Blaster zurück. Klar. So, haben wir genug geschlafen. Gut, wir drücken mal einen Knopf. Wir sprechen mit dem Computer. Wird wahrscheinlich genau dasselbe passieren wie drüben. Den Computer einen Tritt versetzen. Du gibst dem Computer einen Tritt. Dein Fuß tut weh. Gut. Wir stopfen das Datapad wieder rein. Gut, einen Knopf drücken, sprechen. Identifizieren Sie die drei primären todbringenden Planetentypen. Das wären öde, vulkanisch und unfruchtbar. Todessiegel wird geöffnet, das klingt aber nicht so gut. Todessiegel? Warte mal, wir können... Hier bin ich! Bastila noch die Rüstung geben. Obwohl, die sieht mit der anderen Rüstung besser aus. Na, das hat man so. Ja. Ja? Der eine Erfahrungspunkt. Hier bin ich. Rüstungspunkt ist auch nicht so tragisch. So. Dann können wir, glaube ich, hier rein. Ja. Und was gibt es hier? Das muss es sein, was Revan und Malak gefunden haben, als sie den Tempel betraten. Von dort aus müssen sie ihre Reise in die Tiefen der dunklen Seite begonnen haben. Was ist das? Das ist eine Karte. Eine intergalaktische Navigationskarte oder so etwas. Revan und Malak müssen sie benutzt haben, um die Sternenschmiede zu finden. Mit Hilfe dieser Karte könnten wir ihrem Weg folgen und die Sternenschmiede ausfindig machen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Sie können Fallen gestellt oder ihre Funde verborgen haben. Was ist die Sternschmiede also genau? Ich weiß es nicht. Aber Revan und Malak waren offenbar sehr daran interessiert, es zu finden. Es muss eine Art Werkzeug oder eine Waffe sein. Vielleicht kann uns der Rat mehr sagen. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Karte die Sternschmiede finden können, was immer sie ist. Seht ihr diese Welt hier?
Das sieht aus wie Korriban, eine Welt der Sith. Und wenn das Korriban ist, dann ist das Kashyyyk und Tatooine. Und hier liegt Mana'an, aber einige Teile fehlen. Unvollständige Hyperraumkoordinaten, unbrauchbare Daten und nicht der geringste Hinweis, wo sich die Sternenschmiede selbst befinden könnte. Was nutzt uns eine unvollständige Karte? Das habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht führt uns diese Karte gar nicht zur Sternenschmiede. Aber ich weiß, dass Revan und Mala Korriban mindestens einmal besucht haben. Vielleicht haben sie dort etwas entdeckt. Vielleicht haben sie auch auf den anderen Welten, die einst auf dieser Karte standen, etwas gefunden. Wenn wir alle Teile finden, führt uns das möglicherweise zur Sternenschmiede. Und zu einer Möglichkeit, sie zu zerstören. Wir müssen den Rat über unsere Entdeckung informieren. Dort wird man entscheiden, was zu tun ist. Aber ich schätze, unsere Aufgabe hat gerade erst begonnen. Also, schätze ich mal, dass wir all diesen Planeten einen Besuch abstatten müssen. Das kann ja was werden. Sagt der Druid noch was? Ich gehe mal. Der hat doch wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, was für uns von Belang ist. Da hinten ist nichts weiter, hm? Nee. Wieso ist hier schon wieder ein Kaffhund, ey? Das ist doch mega nervig. Das war gerade ein Machtwirbelsturm. Der ist ja lustig. Was gibt's denn noch für uns zu tun hier? Wir sollten doch... Genau, die Fehde der Sandral und der Matalee. Gut, also gehen wir dort mal hin. Hier ist ja das Matalee-Anwesen. Und schon wieder ist ja ein Kaffhund gespawnt. Das ist doch mega nervig. Ich habe die doch endlich alle ausgerottet. Sehr gut. Also schauen wir mal, ob es jetzt etwas Neues hier gibt. Tür ist verschlossen. Mal gucken. Das ist Privatbesitz. Mit welcher Berechtigung halten Sie sich hier auf? Ich bin im Auftrag des Rates der Jedi hier. Ich möchte mit Ahlan Matalee sprechen. Der Rat der Jedi schickt Sie? Master Matalee möchte Sie sprechen. Ich informiere ihn, dass Sie hier sind. Bitte warten Sie hier auf ihn. Der ist ja sehr, sehr ängstlich. Mein Protokolldruide sagt mir, ihr werdet im Auftrage des Rates hier. Ich dachte schon, man würde mein Anliegen ignorieren. Auch wenn ich glaube, ihr tätet besser daran, die Sandrels nach dem Verbleib meines Sohnes zu befragen. Ein Protokolldruide mit einem Sturmgewehr in der Hand. So nennt man das heute also. Aggressive Verhandlungen, würde Anakin Skywalker dazu sagen. Naja. Warum seid ihr so sicher, dass die Sandrals verantwortlich sind? Vor vielen Jahren brachte ich meine Familie hierher, um der Vernichtung der Menschheit in den Kernwelten zu entgehen. Kurz nachdem wir uns hier niedergelassen hatten, kamen die Sandrals. Und seitdem sind sie eine wahre Plage für meine Familie.
Die Ungerechtigkeiten, die die Sendrils den Mataleis zugefügt haben, sind zahlreich. Doch der Rat ist über unsere häufigen Dispute bestens informiert. Erst kürzlich musste ich feststellen, dass etliche Druiden der Sendrils unbefugt mein Land betreten hatten. Was haben sie hier gemacht? Keine Ahnung, welchen Zweck sie mit ihrer Ankunft verfolgten. Ein Anschlag auf mich oder mein Eigentum vielleicht? Oder nur ein einfacher Spionageauftrag? Ich konnte nichts herausfinden. Meine Sicherheitsdruiden vernichteten die Eindringlinge. Nicht einer hat überlebt. Wenigstens seid ihr effizient. Doch kurz nach diesem Vorfall verschwand Shen, mein einziger Sohn und designierter Erbe des Mataley-Anwesens, spurlos. Offenkundig hat Nurik, der skrupellose Kopf des Sendril-Clans, meinen Sohn entführt, um sich für die Vernichtung seiner Druiden zu rächen. Wo kann ich die Sendril finden? Folgt einfach ihrem Gestank nach Süden und ihr werdet sie finden. Ich erwarte Ergebnisse, Jedi. Warum beharrt der Rat darauf? Das Leben meines Sohnes steht auf dem Spiel. Kann es sein, dass ihr... Ja, natürlich. Jetzt verstehe ich. Ich bin ein Mann von Welt, Jedi. Ich weiß, wie man Dinge regelt. Ich gewähre dem Rat eine Spende von, sagen wir mal, 1000 Credits, wenn er Shen aus den Händen der Sendrils befreit. Ich werde euch die Summe persönlich überreichen. Ob der Rat später von dieser Gabe erfährt, liegt ganz bei euch. Die Jedi können nicht bestochen werden. Ich werde neutral bleiben und nicht auf euren Bestechungsversuch eingehen. Was soll's, mein Angebot steht. 1000 Credits für die Rückkehr meines Sohnes. Nehmt zur Kenntnis, dass ich nicht länger untätig herumsitzen werde. Dann werde ich alles tun, um meinen Sohn zu retten. Und wenn ich den ganzen Besitz der Sendrils dem Erdboden gleichmachen muss. Bis ihr Shen gefunden habt, haben wir nichts mehr zu bereden, Jedi. Begebt euch sofort zu den Sendrils, bevor ich die Angelegenheit selbst in die Hand nehme. Okay, der ist ja nicht sehr freundlich. Also machen wir uns mal auf zu den Sendrils. Aber erst in der nächsten Folge. Und wenn ihr wissen wollt, was es dort bei den Sendrils zu sehen gibt, dann empfehle ich euch am besten, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Star Wars Knights of the Old Republic. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem wann ihr schaut. Und bis dahin, haut rein, ciao!